Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil, wo wir die Minispiele kennenlernen bei Super Mario Party mit mir von Lyra Gameplays als Hobby. Und so langsam geht's eigentlich von der Stimme her und vom Reden her, meiner Erkältung her. Es funktioniert so langsam. hier sind wir stehen geblieben, also das hatten wir jetzt Lex Taktschläger, das hat ja wunderbar funktioniert. Akkordhämmern kennen wir schon von den ersten oder zweiten Teil, den ich euch aufgenommen habe. Genauso wie das hier. Und das hier ist noch, das kennt ihr noch nicht, Präzisionsputzen. Das ist cool. Also, das nehmen wir jetzt mal. So, wie man laut dem Bild sehen, muss ich das zu mir so rumhalten. Ansonsten funktioniert das wohl nicht. Ich drehe es jetzt nochmal um. Doch, funktioniert auch. Na gut, okay. Alles klar, ich hatte es lieber so, wie es in der Aufnahmeangabe da ist und gut ist. Das ist cool. Mist. Na, da kommt mir dadurch keine Chance gegen mich. Anderes Minispiel. Das Spiel fand ich cool. Da haben wir uns so kaputt gelacht. Mein Arbeitskollege, nicht Schulfreund, nicht Schulkamerad. Und ich. Okay, wir fangen natürlich in der oberen Reihe an. Und dann arbeiten wir uns in diesen drei Reihen vor. Die Matroschka-Mische. Matroschka mit den meisten Puppen im Inneren finden. Versuche nicht zu zwinkern, wenn die Puppen vertauscht werden. Sehr schön. Ihr werdet sehen, dass es nichts bringt. Schauen wir mal. Bringt alles nichts, die Puppe zu verfolgen. Ist ein Glücksspiel. Oh, vielleicht habe ich es diesmal verfolgen können. Es geht nämlich doch ganz schön schnell am Schluss. Okay, konnte doch nicht verfolgen. Schade. Ich finde, das ist ein reines Glücksspiel. Das geht einfach zu schnell, die letzten drei Züge. Und da kommt man nicht mehr mit dem Auge. Na gut, okay. Das war Matroschka Micha. Total Banane. Mal gucken, ob das Spiel wirklich total Banane ist. Podest in der Mitte erreicht. Wenn du den Schaden am besten will nicht aus dem Weg gehen kannst, renn einfach drauf los, auch wenn du dabei mal hinfällst. Ja. Da ist die Mitte. Na gut, okay, Peach war wohl zuerst. Okay, los geht's. Start. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ha! Total Banane. Ende. Der Yoshi. Oh, nee, 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 nee. Ich bin der Total Banane King. Anderes Minispiel. Was haben wir denn noch? Der Weg zum Reichtum.
Aufgabe, die meisten Münzen einsammeln. Okay, runterfallen sollte man nicht, es gibt minus 3. Alles klar, wir können uns so bewegen. Nein! Hm. Läuft ja keine Zeit ab. Kann man eins nochmal kurz zurückrennen. Juhu, 21. Ich hab die meisten. Anderes Minispiel. Das haben wir jetzt. Gibt's auf die Lichter. Einer gegen drei. Das kenne ich schon. Das hab. Ja, gut, das habe ich ja freigespielt. Kenne ich jetzt alle Spiele schon. Huch. Immer die mit dem Lichtboxen. Und ich muss halt da oben links. Sind bei mir die Lichter, die ich aufladen muss. Und rechts hat die, was sie zu dritt aufladen müssen. Mit jedem Schlag. Aber okay. Nein! Oh. Ich habe halt den Vorteil, ich bin direkt in der Mitte, weißt du? Und da kann ich überall hin, während die da rechts zwar zu dritt sind, aber die müssen ständig außen rumlaufen. Das kostet natürlich Zeit. Während ich halt allein bin, aber dafür in der Mitte stehe und überall schneller hinkomme. Das ist Ansichtssache. Wenn man sich zu dritt gut absprechen kann, wie man das am besten aufteilt, wer für welchen Luftballon, sage ich mal jetzt mal, zuständig ist, der hat da natürlich, ja, die Oberhand. X im Sinn. Einer gegen drei. Sieh genau hin. Frage zum Einzelspieler beantworten. Das Dreierteam gewinnt auch, wenn nur ein Teammitglied alle drei Fragen des Einzelspiels erfolgreich übersteht. Okay. Da war beim... Wie das Minispiel dran kam, bei meinem Brettspiel war ich eigentlich einer, der die Fragen beantworten sollte. Das war echt mies. Sieh genau hin. Chance. Was hat der zweite Tod getragen? Wusstet ihr es noch? Eine Zitrone. Hey, alle drei direkt besiegt hier. Sehr schön. Gewonnen. Ende. Gewonnen. Und es wird noch schlimmer, gerade bei der letzten Frage, was da alles durchs Bild huscht. Und je nachdem, was er dich da fragt, dann denkst du dir, hallo, wie soll man da drauf achten? Da gibt es so viel, auf was man achten muss. Okay, Bombenminden. Natürlich bin ich immer der Einzelgänger. Einzelspieler, wie auch immer. Prinzip verstanden. Mann, was habe ich einen Riesenschläger hier. Als kleiner Scheigerl. Na toll. Tja, ich habe gedacht, wenn die kurz vorm Boden sind, kann ich die nochmal rüberhauen. Aber wahrscheinlich nicht. Ha, 16 zu 2.
Was natürlich viel, viel schwieriger ist, wenn man gegen richtige Mitspieler gewinnt, spielt. Die würden nicht da so dumm rumstehen oder zu dritt auf zum einer Bombenrennen oder sowas. Die würden sich natürlich aufteilen, jeden einzelne Bombe rund zurückschlagen. Da hat man es als Einzelspieler natürlich viel schwieriger, auch wenn man so riesen Schläger dann hat. Gut, keine halben Sachen. Zeit zum Üben. Achso, der Knopf. Also man muss es nur so drehen, dass es halt zusammenpasst. Und schon gewonnen. Okay. Dann wissen wir mal, wie es funktioniert. Cool, musste noch nicht mal was machen. Hör auf, dich zu drehen. So, geht doch. Doch, das mit der Bewegungssteuerung ist schon echt cool. Macht schon Spaß, auf jeden Fall. Hat auch jetzt wieder wunderbar funktioniert. Anderes Minispiel. Was haben wir denn noch? Bombenstimmung. Ich glaube, da hatte ich verloren beim Brettspiel. Weitergeben. Explosion von Bob-Oms entgehen. Reich die Bob-Oms und Uhrzeigersinn weiter. Du kannst immer nur einen in den Händen halten. Und weg bin ich. Okay. Schauen wir mal. Glück ab. Toll. Die Rosalina hat es nicht mehr weitergeschickt, ey. Somit konnte ich die Bombe nicht weitergeben. Also da ist es eigentlich leicht. Einfach so lange halten, bis es fast explodiert und dann weitergeben. Ende. Okay, ist Computer halt, ne? Na, die Gegnermannschaft darf ja auch mal gewinnen. Die machen immer ein Kanye. Okay. Nächstes Minispiel. Wir schaffen das, denke ich mal, noch. Ach, die vier Spiele machen wir jetzt noch. Dann dauert die Folge halt ein bisschen länger. Türöffner Teamwork. Bewegen und Edelsteine sammeln auf jeden Fall. Okay. Steh hier voll in der Ecke hier. Wieder so ein Vierer-Team-Spiel hier. Oh. Ende. Hat auch gut funktioniert. Yay! Anderes Minispiel. Was haben wir noch? So kurz vor Ende. Quartett komplett. Ach ja, das war Memory. So gesehen. Merkt ihr die Karten? Okay.
Start! Ist wieder so ein Vierer-Team-Spiel. Ich nehme natürlich die einfachste. Okay. Computer muss natürlich mithalten, wenn ich schon die richtige antippe. Gerade bei so einem Vierer-Team-Spiel macht der Computer generell immer alles richtig. Boah, fuck. Damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Aber ich glaube, das hier war richtig. Ja, okay. Glück gehabt. Herzchen. Ich gehe jetzt direkt dahin, welche Karte ich mir gemerkt habe. So. Yay! Alles richtig. Fertig? Yeah. Bei dem Spiel wäre es natürlich auch einfacher, wenn man das nicht zu viert auf, abspricht. Okay, du merkst dir die Karte, du die. Weil so viel Mischmasch wird daher nicht gemacht. Und da hat jeder seine Karte, die er dann natürlich sich merkt. Und dann kann man eigentlich nur noch gewinnen. Okay, Festbeleuchtung. Aufgabe, alle Kerzen anzünden. Wenn dich ein Flap-Flap erwischt, trägt er dich zurück zum Kamin. Ist auch wieder so ein Gruppenspiel, glaube ich. Na gut, okay. Na, da waren wir mal. Kerzen macht aber kaum Licht hier. Das war knapp. Ende. Wollte gerade sagen, gibt es hier irgendwo noch eine Kerze? Eigentlich nicht so schwer. Aber ein nettes Spiel auf jeden Fall. So, zuletzt mustergültiges Marschieren. Das kennen wir eigentlich ja schon. Aber zum Abschluss machen wir das auch nochmal. Weil das war auch cool. Irgendwie mache ich es ständig verkehrt. Schauen wir mal, ob wir es doch hinkriegen. Hört. Irgendwie, wenn es nach unten geht, mache ich es ständig falsch. Komische Sache. Okay. Und hier wird es überhaupt nichts hier. Okay.
komische Sache. Oh, jetzt zum Schluss hat es funktioniert, aber gut, okay. Naja, gut, okay. Es kann auch nicht immer alles funktionieren. Alles klar. Das war Super Mario Party auf der Nintendo Switch mit mir von Lyra Gameplays als Hobby mit der Vorstellung der Minispiele.